Ja, Joachim Löw, wie war die fußballfreie Zeit für Sie? Es war mal schön, allerdings war ich jetzt mit großer Vorfreude, aber da habe ich so auf dieses Wochenende hingefiebert. Bundesliga geht wieder los und nächste Woche ja auch ein Länderspiel. Bundesliga-Auftakt, ganz klar, Borussia Dortmund schon wieder meisterlich in vielen Augen. Halten Sie Borussia Dortmund für einen Titelkandidaten oder für den Titelkandidaten, weil ja viele schon von Bayern München als zukünftigen Meister sprechen? Bayern München hat immer das Anspruchsdenken für sich, dass sie natürlich auch deutscher Meister werden. Also ich meine, sie haben 8 aktuelle Nationalspieler, geradezu jetzt wieder Robben und Ribéry, die fit sind. Also Bayern München ist schon auch eine klasse Mannschaft. Dortmund hat mich gestern überzeugt, ich habe selten so eine Mannschaft gesehen am ersten Spieltag, die praktisch nahtlos an ihre Leistungen der letzten Saison angeknüpft hat. Dortmund Spieler ist sehr, sehr gut. Ich glaube, sie haben sich auch gut verstärkt. Also ich denke schon, dass Dortmund ein ernstzunehmender Kandidat sein wird. Von Borussia Dortmund ist Ilkay Gündoğan zum ersten Mal im Kader für die Nationalmannschaft. Welche Perspektiven hat er, auch mit Blick auf das Spiel gegen Brasilien und dann auch danach in der EM-Qualifikation? Also er gehört zu einigen, sagen wir mal, vielversprechenden Talenten, die wir haben. Ich habe ihn jetzt mal dazugenommen, um ihn mal ein bisschen kennenzulernen. Er hat eine gute Entwicklung gemacht. Im nächsten halben Jahr wird man sehen, wie weit er dann eben auch, sagen wir mal, in die Mannschaft kommen kann. Ich denke, er ist noch aktueller U21-Nationalspieler. Die U21, die haben natürlich auch ein paar wichtige Spiele zur Qualifikation. Also man wird jetzt mal sehen. Aber für dieses Spiel, denke ich, hat er seine Nominierung auch verdient. Er spielt ja so auf der Sechserposition. Da spielte ja auch Ihr Ex-Kapitän. Ist in Ihren Augen das Sommertheater um Michael Ballack so ein bisschen beendet oder gibt es für Sie noch Rede- und Klärungsbedarf? Nein, ich denke, von unserer Seite ist alles gesagt und von daher schauen wir jetzt nach vorne. Wir haben ein wichtiges Spiel gegen Brasilien und damit beginnt für uns natürlich auch die EM-Vorbereitung. Es gab ja heftige Vorwürfe auch von seiner Seite, dass Sie nicht mit offenen Karten gespielt haben. Werden Sie da nochmal mit ihm persönlich reden oder auch in der Öffentlichkeit eine Klarstellung herbeirufen? Von meiner Seite ist alles ausgesagt worden. Also das habe ich schon vor einigen Wochen getan. Und von daher gibt es jetzt nichts zu sagen. Brasilien-Länderspiel hier in Stuttgart. Welche Erwartungen haben Sie an dieses Spiel im neuen Stadion? Schönes Stadion hier, man ist jetzt ganz neu gemacht worden. Brasilien ist ja immer so irgendwie auch ein Maßstab, wo man internationale Klasse auch erreichen muss als eigene Mannschaft, wenn man das gewinnen will. Die Spieler können alles am Ball, sind hervorragende Individualisten. Also von daher bin ich auch mal gespannt, wie Brasilien es auftritt nach der Copa America. Aber es wird allemal ein interessanter, wichtiger Test für uns. Christian Fuchs spielt hier mit, das ist die letzte Frage. Christian Fuchs ist im aktuellen Sportstudio heute Abend. Jetzt gibt es ja die Duelle gegen Österreich, jetzt im September, aber auch dann nächstes Jahr wahrscheinlich zur WM-Qualifikation. Fuchst es Sie, dass die Österreicher ständiger Gast sind, gegen Deutschland zu spielen? Nee, diese Spiele haben schon eine gute Brisanz. So, dieses Nachbarschaftsduell Deutschland-Österreich ist ja immer auch getragen von viel Spannung, von viel Diskussionen auch im Vorfeld. Die Ergebnisse bislang waren ja immer knapp. Bei der EM haben wir 1-0 gewonnen, jetzt in Österreich 2-1 mit viel Glück, weil Österreich gut gespielt hat. Ich hoffe, dass wir daheim jetzt dann im September alles klar machen. Dankeschön. Bitteschön.